ist der Hobbit. Ja, hallo, ist die Wally. Ja. Und heute wollten wir zu den Weihnachtsengeln. Zu den Weihnachtsengeln, ja, ja. Das ist so eine Organisation für obdachlose und hilfebedürftige Menschen, ja, hier in Köln. Die Veranstaltung findet diesmal nicht in Neuwalde statt. Warum nicht? Ja, weil es leider nicht so geklappt hat, wie ich gehört habe. Mhm. Und daher aber auf dem Borussia-Platz, Fußballplatz in Kalk. Ja. Findet die diesmal statt. Und da gehen wir jetzt gleich hin. Oh, ja. Gucken wir mal. Diesmal sind wir hier bei Borussia Kalk und es ist schön, dass so viele Gäste gekommen sind und es werden sicherlich noch einige mehr kommen. Und deine Aktion, dein Verein, Weihnachtsengel für Obdachlose, ist ja etwas ganz Besonderes hier in Köln. Und es hat sich ja inzwischen auch rund gesprochen, dass du sehr engagiert bist für die Taten und die Menschen, die nicht so auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und da wollen wir heute für feiern. Wie ist die Organisation entstanden und sag doch einmal ein bisschen ein paar Einführungsworte überhaupt zu dieser Organisation, was du so bisher gemacht hast. Auf die Dunkler gestellt haben und haben Decken und warme Kleidung und Kaffee und Tee verteilt. Und dann meinte meine Tochter, ob wir das nächstes Jahr wieder machen. Da sag ich, ja, sag ich, aber nur, wenn wir einen Raum haben, wo wir auch unsere Weihnachtsfeier machen können, damit die Leute wenigstens ein paar Stunden mal im Warmen sind. Ja, das haben wir dann 2013 das erste Mal gemacht. Und voriges Jahr dann wieder die Weihnachtsfeier. Und das Sommerfest vor ist ja das erste Mal. Und das Sommerfest ist immer dafür da, dass Geld reinkommt, damit wir die Weihnachtsfeier finanzieren können. Weil die Obdachlosen und Bedürftigen bekommen bei uns Essen, Trinken, warme Kleidung, sogenannte gefüllte Schuhkartons mit Hygieneartikel, eine Weihnachtstüte und Schlafsäcke, Isomatten, alles was man so braucht für auf der Straße. Und da wir bis jetzt keine großen Sponsoren dafür gefunden haben, machen wir das Sommerfest, damit wir das vorfinanzieren können. Und ja. Und alles, was jetzt heute hier eingenommen wird, ob das Trödelmarkt ist oder Tombola oder Essen und Trinken, alles geht zu 100% an den Verein. Die Künstler, die ja nicht nur die Künstler, sondern auch teilweise oder der größte Teil Freunde von mir und meiner Familie sind, treten alle kostenlos auf. Die Freunde, die hinter der Theke stehen, hinter dem Kuchenbuffet, Bierwaren, überall, das sind Freunde, das sind richtige Freunde, da bin ich froh. Da ist man froh, dass man diese hat, Elke, ne? Ja. Das ist wirklich wahr und es ist eine tolle Aktion und ich denke, es gibt ja leider hier in dieser Stadt viel zu wenige Menschen, die sich dafür engagieren, aber die sich engagieren, die machen das richtig und mit Hetze und Gefühl. Und ich denke, dazu zählst du ganz besonders an erster Stelle mit dieser tollen Aktion für diese Menschen, die wirklich nicht so auf der Sonnenseite stehen. Wie ist das denn eigentlich, Elke? Wirst du auch von den Obdachlosen angesprochen? Sagen die dir, Mensch, das ist wirklich toll, es ist schön, dass wir hier sein durften? Ja, auf jeden Fall. Und es sind auch immer wieder welche, die sagen, dürfen wir nächstes Jahr wiederkommen. Selbstverständlich, die Türen stehen für jeden offen an diesem Tag. Wer kommt, der wird bewirtet, der wird beschenkt. Und es ist jedes Mal wieder ein tolles Gefühl zu sagen, so, jetzt können wir Weihnachten feiern. Weil bei uns biegen sich die Gabentische, bei uns biegen sich die Esstische jedes Jahr aufs Neue. Und dann ist es ein schönes Gefühl, wenn du weißt, auch, du hast auch den Menschen wenigstens ein paar Stunden ein schönes Gefühl gebracht. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, liebe Elke.
Damit wissen wir jetzt sehr, sehr viel über diese Aktionen, über die Weihnachtsengel für Obdachlose und andere bedürftige Menschen. Das sagen wir immer ausdrücklich dazu. Und ich denke, was du von deinen Freunden, von uns und von den Künstlern als Unterstützung bekommst, das wirst du heute erfahren. Und das werden wir immer wieder erfahren, wenn Elke dazu aufruft, sagt, wir organisieren jetzt ein Fest. Egal ob ein Sommerfest, egal ob das Weihnachtsfest ist, egal, wir stehen mit dieser Aktion voll dahinter. Und ich wünsche dir für die Zukunft und für all deine Feste, für dein Projekt, natürlich wirklich viel, viel Erfolg. Dein Applaus, Elke Hübsch. Edeka hat uns 500 Euro gesponsert. Rewe, nicht Edeka, Rewe. Rewe hat uns 500 Euro gespendet, dafür auch nochmal Dankeschön an Rewe. Das muss man natürlich an dieser Stelle sagen, für diese großzügige Spende. Und wie gesagt... Bei Ulala, hier auf der Bergischlapperstraße 576 in Köln-Hohlweide, Spenden für die Weihnachtsengel. Wie ihr seht, ist auch schon einiges reingekommen. Ja, wir haben jetzt seit kurzem erst angefangen. Also wir unterstützen die Weihnachtsengel. Das heißt, wenn ihr hier einkaufen kommt, könnt ihr gerne auch eine Spende abgeben. Bezweck, auch bei jedem Einkauf geht automatisch, wenn ihr bei mir Ware einkauft, geht automatisch ein Betrag hier für die Weihnachtsengel rein. So, wenn ihr das alles nicht wollt oder könnt und sagt, nee, du, das ist nicht so ganz mein Ding, gebe ich euch auch gerne mal die Spendenliste, also das heißt diese Spendenkontonummer mal durch. Das ist hier, auf der Sparkasse Leverkusen. Die IBAN gebe ich euch mal. DE 7037 551 44 00 100 1 2 8 6 9 3, und dann schreibt ihr dann einfach drauf Weihnachtsengel. Dann weiß die Frau Elke Hübsch, die das organisiert, genau, aha, das ist eine Spendenaktion für die Weihnachtsengel. Was sie da spendet, ist egal, für jede Spende, für jedes Euro sind wir euch auf jeden Fall dankbar. Mhm. Also es geht auf einen guten Zweck, geht das heißt für Hilfebedürftige, für Familien, die am Rande der Existenz sind, die nun mal nicht auf die Sonnenseite mehr stehen, leider, und auch für Obdachlose. Ja, also helft ganz deutlich mit, denn ihr wisst ja, die Kölner ziehen alle an einem Strang, ne? Also. Jetzt zeig doch mal. Und zieht auch alle mit, würde ich sagen. Ja, wir beide ziehen auch schon mal. Wir fangen jetzt schon mal an zu ziehen. So, dann könnt ihr das auch besser lesen. Ja, auch wir beide ziehen schon mal am Strang und wir freuen uns, wenn noch mehrere Hände kommen, die mit uns am Strang ziehen und diese Organisation, den Weihnachtsengel, mit unterstützen. Vielleicht schaffen wir es mal, dass wir so viele werden, dass ich auch der Elke auch wünsche, besonders den Weihnachtsengel wünsche, dass wir alle an einem Strang stehen, dass wir einmal um den Dom uns die Hand geben und sagen, wir sind stark, wir ziehen an einen Strang, wir halten zu Köln, denn wir sind Kölner und Kölner halten immer zusammen. Genau. Das war schon immer so und das soll auch so bleiben. Also spendet, spendet, spendet. Wir sind euch richtig dankbar. So. Nun, sagen wir jetzt mal, machen wir mal schön. Tschüssi, bis zum nächsten Mal und zieht mit.